Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder Neuzugänge. Hier hat sich in den letzten Wochen, Monaten einiges angesammelt. Dass ich das letzte Neuzugänge-Video gedreht habe, ist schon ziemlich lange her. Es ist, glaube ich, noch nicht so lange her, dass ihr es gesehen habt, aber dass ich es gedreht habe, ist schon relativ lange her. Ja, hier hat sich wieder einiges angesammelt und ich dachte, es wird mir wieder Zeit, dass ich mal wieder eins drehe. Die sind mittlerweile auch völlig durcheinander, sonst habe ich die ja immer so gestapelt und der Reihe nach, wie sie angekommen sind, irgendwie gezeigt. Aber diesmal sind sie völlig durcheinander und deswegen stelle ich euch die jetzt auch einfach durcheinander vor, so wie sie gerade da liegen. Und zwar sind als erstes bei mir einige Mangas eingezogen. Und zwar zum einen sind bei mir eingezogen aus dem Egmont Manga Verlag Noragami von Adachitoka, Band 1 und Band 2. Band 1 habe ich auch bereits gelesen, könnt ihr in meinem letzten Lesemonat sehen oder auch gerne in meinem Weekly Reading. Da habe ich so ein bisschen was darüber berichtet. Band 2 möchte ich jetzt gerne im Mai noch lesen und ja, also falls euch das näher interessiert, schaut auf jeden Fall mal in meinem Weekly Reading vorbei. Da erzähle ich euch, glaube ich, relativ viel über meine ersten Eindrücke und meinen ersten Kontakt mit einem Manga und auch worum es darin geht ein bisschen. Und ja, schaut da auf jeden Fall mal. Dann ist außerdem noch bei mir eingezogen von Carlsen Manga, weil ich muss das einfach haben. Und zwar Sherlock. Und ja, das ist, ich denke, das weiß jeder, das ist quasi der erste, also ein Fall von Pink, Sherlock als Manga. Und ich liebe, liebe, liebe es. Und hinten drauf ist Watson und ich finde das so toll. Das habe ich noch nicht gelesen, das will ich mir noch für einen ganz besonderen Moment aufheben. Nein, das habe ich vor, mit in den Urlaub zu nehmen, wenn ich jetzt Ende Juni in den Urlaub fahre, eine Woche, werde ich das wahrscheinlich mitnehmen und werde das dann dort lesen und ja, ich freue mich schon. So, dann habe ich außerdem, als ich in der Bücherei war, mir noch zwei Mangas mitgenommen. Und zwar habe ich mir zum einen mitgenommen den ersten Teil von Orange von Ichiko Takano, auch von Carlsen Manga. Weil ich einfach in mehreren Videos schon gehört habe, dass die toll sein sollen und dass die ganz oft empfohlen werden. Außerdem habe ich mir dann auch gleich noch den zweiten Teil mitgenommen. Es waren zwar vier Teile da, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mal nur zwei mit, weil ich weiß ja nicht, ob es mir gefällt. Und wenn es mir nicht gefallen sollte, dann muss ich die ja nicht blockieren. So, dann machen wir weiter mit den Büchern. Und zwar habe ich mir diese drei Schätzchen gekauft. Und ich bin so froh, dass ich es getan habe. Und zwar habe ich mir geholt, was war das für ein Satz? Throne of Glass, Kriegerin im Schatten, das habe ich auch bereits gelesen und oh mein Gott, ich liebe es. Ich bin mittlerweile wahnsinnig großer Sarah J. Maas Fan, also ich wollte eigentlich mir die aufteilen, dass ich bis August, bis der zweite Teil von Das Reich der Sieben Höfe rauskommt, Bücher habe. Wenn ich so weitermache, habe ich die alle diesen Monat fertig gelesen, ja, aber ich kann einfach nicht aufhören, das ist furchtbar. So, dann habe ich mir außerdem noch geholt, Erben des Feuers, den dritten Teil. Den werde ich jetzt, denke ich, nächste Woche anfangen. Ja, ich kann nicht anders, ich muss weiterlesen. Das ist furchtbar, ich weiß, aber... Und dann habe ich mir außerdem auch noch geholt den vierten Band, nämlich Königin der Finsternis. Und ich bin so froh, mittlerweile ist die mit dicker werden. Ja, ich bin gespannt. Wir werden dann am Ende des Monats sehen, ob ich sie alle gelesen habe oder nicht. Ich versuche mich ja zurückzuhalten, aber irgendwie fällt es mir sehr schwer. So, weitere tolle Bücher. Unter anderem habe ich mir noch geholt, zusammen mit Throne of Glass, einen finalen Band einer Reihe. Mit meinen Haaren. Und zwar Bitter and Sweet von Linnea Harris, Verlorene Welt, den dritten und letzten Teil der Trilogie. Und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, den will ich auch ganz, ganz bald lesen. Andererseits bin ich auch so ein bisschen traurig, dass es dann vorbei ist, weil ich die Reihe so wahnsinnig gerne mag. Aber, ja, alles hat irgendwann ein Ende, nicht wahr? So, dann ist bei mir eingezogen ebenfalls der dritte und letzte Teil einer Trilogie. Und zwar von Gina Showalter, Broken Hearts, Flammendes Begehren. In dem Buch geht es jetzt um Jesse K. und um Lincoln Wes.
West, nicht West. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob dieser Band eher Richtung Band 2 geht, den ich ja wahnsinnig gerne mochte, oder eher Richtung Band 1, den ich nur so lala fand. Ich lasse mich überraschen, aber ich freue mich auch schon auf diesen Teil und ja, ich freue mich schon auf Gina. So, dann, jetzt muss ich mich ja kurz anders hinsetzen, sonst komme ich da nicht mehr dran. Ist bei mir eingezogen ein Roman zum Film, weil irgendwie jeder es gelesen hat und da dachte ich so, du musst das eigentlich auch mal lesen. Und zwar Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicola Yoon. Ich habe ja auch von Nicola Yoon hier noch The Sun is also a Star und ich dachte mir, alle waren ja ziemlich begeistert von diesem Buch, deswegen durfte es auch bei mir einziehen und ja, ich bin gespannt, wie es mir gefallen wird und ob ich erst das oder erst das andere lesen werde. Ich weiß es noch nicht so genau. So, dann ebenfalls zeitgleich bei mir eingezogen ist von Savannah de Marie Das Erbe des Magierkönigs, der Aufbruch. Das hatte ich auch schon in meinen Neuerscheinungen vorgestellt. Auch da bin ich gespannt drauf. Das ist ja eher ein Kinderbuch. Ist auch relativ dünn und ja, ich hoffe, dass sich das relativ gut weglesen lässt und dass es trotzdem richtig gut sein wird. Und ja, ich bin gespannt, dass. Es sieht so auf den ersten Blick tatsächlich so ein bisschen nach Elfen aus, ne? Aber es geht irgendwie um Dämonen. Ich weiß nicht. Wir werden das sehen. Es gibt dann auch eine Rätsel, wenn ich es gelesen habe. So, drei Bücher haben wir noch. E-Books sind zwar auch noch bei mir eingezogen, aber da werde ich euch demnächst mal wieder ein neues Update machen, weil die lasse ich ja irgendwie immer raus oder vergesse sie in meinen Neuzugängen. Und da ist einiges eingezogen, seit ich das letzte Update, glaube ich, im Oktober, November oder sowas gemacht hatte. Egal, auf jeden Fall ist dann noch bei mir eingezogen von Megan Shepherd, The Cage, Gejagt, der zweite Teil der The Cage Trilogie. Ich glaube, es wird eine Trilogie, ich bin mir nicht sicher. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es hier mit Cora und wie heißt der andere Typ? Cassian? Ja, mit Cora und Cassian weitergeht. Was soll ich mehr dazu sagen? Ich bin gespannt. Der erste Band hatte mich ja überrascht, weil ich eigentlich was anderes erwartet hatte. Hat mir aber dennoch ziemlich gut gefallen und jetzt habe ich den zweiten Band und werde sehen, wie es weitergehen wird. So, zwei haben wir noch. Und zwar ist dann noch bei mir eingezogen ein Buch, auf das ich auch schon mega gespannt bin. Und zwar aus dem Fischer Verlag Einzig von Catherine Evans. Und das hat so ein Metallic-Schimmer-Dingens. Das ist total cool. Hier geht es um Tiva und ja, es geht darum, dass Tiva nur 365 Tage ihr Leben leben darf und danach übernimmt ein Jahr ältere Tiva ihr Leben. Und so geht das immer weiter. Also es stehen quasi ganz, ganz viele Versionen von Tiva zu Hause rum. Und jede von ihnen darf nur 365 Tage dieses Leben leben. Und danach wird gewechselt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was mich darin erwarten wird. Ich habe nicht so genau eine Vorstellung. Steht ja auch drauf, dass es ein Thriller ist. Ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Es klingt an sich auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich hoffe, dass es mich auch begeistern kann. So, und dann war ich gestern noch in der Stadt. Und konnte natürlich nicht am Thalia vorbeigehen und habe danach ein Buch mitgenommen, das ich sowieso schon die ganze Zeit kaufen wollte, seit es erschienen ist, was noch nicht so lange her ist, aber egal. Weil ich gerne die ganze Reihe hier haben möchte, um sie zu lesen. Und zwar habe ich mir noch mitgenommen von Amy Ewing, Das Juwel, der schwarze Schlüssel. Das ist ja der finale Band der Juwelreihe und jetzt habe ich alle drei da und jetzt kann ich es endlich in einem weglesen, weil ich schon ganz oft gehört habe, dass das Ende ziemlich fies sein soll. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf und bin sehr gespannt, wie mir das Ganze gefallen wird. Das war's. Das war das letzte Buch. Das waren meine Neuzugänge. Von keine Ahnung wann bis wann. Ich habe keine Ahnung, ich sammle die einfach hier und wenn der Stapel zu hoch wird und ich denke, okay, jetzt kannst du sie mal wieder abdrehen, dann drehe ich sie ab. Ja, schreibt mir gerne mal, was bei euch so in letzter Zeit eingezogen ist, worauf ihr euch am meisten gefreut habt.
und eventuell auch, was ihr davon schon gelesen habt, was ihr empfehlen könnt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!